Hey, hier ist der Chris von Epolos TV und willkommen zu einem neuen Video, welches von den am 10. am meistverkauftesten Spielereien der Welt geht. Auf Platz 10 haben wir Call of Duty. Call of Duty ist ein First-Person-Multiplayer-Shooter, welches man auch mit einer Story, also offline, spielen kann oder im Zombie-Modus. Es besteht aus derweil 12 Spielen, unter anderem Call of Duty Black Ops 3, welches das neueste momentan ist. Call of Duty hat auf der Welt 120 Millionen Spiele verkauft. Auf Platz 9 haben wir Tetris. Tetris ist eine Art Puzzlespiel. Tetris hat mehr als 50 offizielle Nachfolger, unter anderem Tetris Battle, und Tetris hat 140 Millionen verkaufte Spiele. Auf Platz 8 haben wir Sonic. Sonic ist ein schneller laufender blauer Igel, welches aus 22 Spielen besteht. Momentan das neueste ist Sonic Lost World und Sonic hat 140 Millionen verkaufte Spiele. Auf Platz 7 haben wir Need for Speed. Need for Speed ist ein Autorennspiel. Die Reihe besteht aus 23 Spielen, zum Beispiel Need for Speed Rivals, und Need for Speed hat weltweit 150 Millionen Spiele verkauft. Auf Platz 6 befindet sich die Sims. Die Sims besteht momentan aus 4 Spielen mit sehr vielen Add-ons. Sims ist eine Art Real-Life-Nachahmung. Man kann sich ein Haus kaufen, man kann seine Menschen steuern, man kann eine Familie gründen, etc. Die Sims hat weltweit 175 Millionen Spiele verkauft. Auf Platz 5 haben wir GTA. Die Reihe GTA besteht aus 6 Spielen. Das neueste GTA ist GTA 5. GTA ist ein Open-World-Spiel, wo man Autos klauen kann, Missionen abschließen kann, etc. Und GTA kommt auf einen Verkauf von 185 Millionen Spielen weltweit. Auf Platz 4 haben wir das Wii-Franchise. Das Wii-Franchise besteht aus 15 Spielen, zum Beispiel Wii Sports. Halt generell so Spiele, wo man sich bewegen muss und halt mit diesen Wii-Controllern viel machen muss. Und dieses Franchise kommt auf 192,8 Millionen Verkäufe weltweit. Und jetzt kommen wir zu der Top 3 der Liste. Und die 3 ist Pokémon mit 260 Millionen verkauften Spielen. Die Pokémon-Spielreihe besteht aus momentan 22 Spielen, unter anderem Alpha Saphir und Omega Rubin. Und ich denke, jeder weiß, was Pokémon ist, seitdem Pokémon Go auf dem Markt ist. Und ja, auf Platz 2 haben wir Super Mario. Super Mario besteht aus sehr vielen Spielen, nicht ganz bekannt, wie viele das überhaupt sind. Unter anderem Super Mario 3D World. Und Super Mario kommt auf einen Verkauf von 262 Millionen Spielen weltweit. Und die Spitze der Top 3 führt an Mario mit 445,2 Millionen verkauften Spielen weltweit. Die Spielereihe Mario besteht aus über 200 Spielen, unter anderem Mario Kart 8, etc. Also so diese ganzen Mario-Spiele gehören alle dazu. Und ja, das war's jetzt mit der Liste. Also die Liste ist jetzt vorbei. Das sind so die meistverkauftesten Spielereien weltweit. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst ein Like da, wenn nicht, einfach ein Dislike und schreibt in die Kommentare, was nicht so gefallen hat. Ich entschuldige mich für die paar Sprachfehler, die hier sind, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.